Herzlich willkommen zu unserer heutigen Andacht. Ich möchte Sie einladen, mit mir nachzudenken über die heutige Tageslosung. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich in unserer Stadtkirche hier in Walsrode. Heute fangen wir mal an vor den beiden Vorgängern von uns Pastoren hier. Aber jetzt gehen wir in den Altarraum. Lassen Sie uns vorher beten und uns dabei gewiss werden dafür, dass wir diese Andacht gemeinsam halten. Gott, du versprichst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So sei nun mitten unter uns, wo auch immer wir gerade sind. Lass uns erleben, dass wir dir wichtig sind, dass du uns und unsere Sorgen siehst. Amen. Und nun kommen Sie mit. Sie hören dabei schon einmal Musik, die uns gleich bei der Andacht noch beschäftigen wird. Ein Lied, das schon einmal von Conny Rahn angespielt wird. Der liebe Gott sieht alles. Was denken Sie, wenn Sie so einen Satz hören? Und ich vermute mal, als Kind werden Sie sowas auch gehört haben. Fassen Sie das eher als Drohung oder als Verheißung auf? Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, dann gab es diesen Satz manchmal. Und der hieß eigentlich immer, mach das nicht, lass es. Und dazu hörte ich dann manchmal auch noch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, größere erst später. Wenn ich jetzt manchmal im Internet gucke, dann heißt das da immer Karma, aber gemeint ist damit eigentlich genau das, dass etwas gestraft wird. Die Bibel erzählt eine Geschichte, wo es genau darum geht, dass Gott alles sieht. Und die Bibel erzählt ja eigentlich immer Geschichten aus dem Leben. Vielleicht nicht alle aus unserer Zeit, aber wir können sie übersetzen in unsere Zeit. In diesem Fall ist es eine Geschichte von einer Sklavin, einer ägyptischen Sklavin, Hagar. Diese Hagar, die lebt in Israel und sie hat es offensichtlich nicht gut in der Familie, in der sie lebt. Der Mann, der Chefin sozusagen, der schläft mit ihr, sie wird schwanger. Und dann flieht sie in die Wüste, um sich dort zu verstecken. Aber sie bleibt nicht ungesehen, denn es kommt ein Bote Gottes zu ihr. Und dieser Bote Gottes sagt zu ihr, Hagar, geh zurück, dort ist dein Platz. Ordne dich deiner Herrin unter, das ist deine Aufgabe. Und ich denke dann sofort, wie kann das sein? Hagar soll wieder zurückkehren und das ganze alte Dilemma soll wieder weitergehen mit sexueller Unterdrückung, mit Unrecht, mit Misshandlung, mit dem Gefühl, nicht am richtigen Platz zu sein. Aber das Spannende ist, dass Hagar dieses Gott sieht mich, das sie sagt, weil sie erkennt, dass sie von Gott gesehen worden ist, dass die das in einem ganz anderen Sinne sagt. Es gibt ein modernes Lied, das die Gedanken von Hagar ausdrückt. Und ich habe Conny Rahn gebeten, ihre Stimme der Sklavin Hagar zu geben. Hören wir doch mal rein in dieses Lied und Sie werden merken, das klingt überhaupt nicht nach Du-Du. Hören wir es uns an. Du bist ein Gott, der mich anschaut.
durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Ja, jetzt haben Sie es gehört. Und ich denke, Sie haben gemerkt, das ist nicht resignierend, sondern das ist ein freudiger Ausruf. Da freut sich jemand drüber, dass Gott sie sieht. Es ist überhaupt nicht bedrohlich, sondern Hagar spürt, dass Gott ihr neue Wege eröffnet und dass er diese Wege mit ihr zusammengehen wird. Und tatsächlich, so ist es ja auch. Hagar wird einen gesunden Jungen zur Welt bringen, ein Energiebündel, das ihr Leben umkrempelt und nicht nur ihr Leben, sondern das Leben ganz vieler Menschen. Lesen Sie es mal nach, dann werden Sie merken, bis heute ist dieses Kind von Hagar wichtig für uns in der ganzen Welt, weil er als Stammvater angesehen wird. Aber mehr verrate ich nicht, das können Sie selber nachsehen, denn darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, dass Hagar hocherfreut ist darüber, dass Gott sie sieht, weil sie weiß, sie ist nicht alleine mit ihren Problemen, sondern Gott sieht sie und ihre Probleme. Er begleitet sie auf ihrem Weg zurück, er eröffnet ihr neue Möglichkeiten, er stärkt sie, er ermutigt sie und er macht es ihr möglich, ihr Leben gut zu leben. Und zwar nicht dadurch, dass er ein Wunder tut und plötzlich sind alle Probleme weg, sondern dass er Perspektiven öffnet und dass er sie ermutigt und stärkt. Und so ist dieser Ausruf von Hagar: Du bist ein Gott, der mich anschaut. Der ist ein fröhliches Staunen über die Möglichkeiten Gottes und über die Wege, die Gott ihr eröffnet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch so erleben können, dass Sie spüren, dass Gott Ihnen ganz nahe ist, dass er Sie anschaut, weil Sie ihm wichtig sind. Wir hören jetzt noch einmal ganz kurz rein in diese Melodie und dann lassen Sie uns beten. Amen. Wie angekündigt, lassen Sie uns miteinander beten. Und zwischen den einzelnen Gebetsteilen wird Hagar alias Conny Rahn zweimal für uns singen. Wir können natürlich, Sie sind ja alleine zu Hause wahrscheinlich, können Sie einfach mitsingen oder vielleicht wollen Sie es auch sprechen. Vielleicht fehlt Ihnen auch der Text, den sage ich Ihnen einfach nochmal von diesem Refrain. Vielleicht ist es dann leichter mitzusingen. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Und nun lassen wir uns beten. Gott, du bist ein Gott, der mich anschaut. Lass mich das als eine Verheißung und nicht als Drohung empfinden. Lass mich spüren, dass ich dir wichtig bin und dass du mein Leben begleitest an jedem Tag. Denn du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du
Gott, lass mich fühlen, dass ich auf deine Unterstützung bauen kann. Lass mich erkennen, welche Wege gut sind für mich und welche weiterführen. Und geh sie mit mir gemeinsam. Denn du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Darum bitten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bevor ich Ihnen jetzt gleich allen den Segen Gottes zuspreche, noch ein Tipp. Dieser eine Satz, über den wir gerade nachgedacht haben, darüber können Sie weiter nachdenken im Zoom-Gottesdienst am Sonntag. Alle Informationen finden Sie auf der passenden Homepage. Ich hoffe, Sie kennen sie. www.kirchenkreis-walsrode.de. Und nun gehen Sie hinein in den Tag, der vor Ihnen liegt, in dem Bewusstsein, Gott ist ganz nahe. Er sieht uns, er sieht unsere Probleme und Nöte und er geht mit. So segne euch Gott, der Vater, der Allmächtige, der Barmherzige und Ewige. So segne euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.